Gut, also ich darf es wahrscheinlich selber reparieren. Aber nochmal, was man hier vorhin mitbekommen hat. Wir haben dieses, wo ist es denn? Das hier. Dragomirovs Medaillon. Das ist das von der Fürstin. Und das ist doch das Mädchen, was wir gerade eben in der Sequenz gesehen haben, oder? Okay. So, er sitzt jetzt da hinten. Wenn er da hinten sitzt, da fragen wir ihn einfach mal. Oder? Müssen wir hier wieder rein? Nee, ne? Nee, ist er verschlossen. Fest verriegelt. Fest verriegelt. Ich rede jetzt erstmal mit ihm hier. Oh. Ich möchte einen Schlüssel zum Gepäckwagen. Nehmen Sie bitte einen von mir. Warum haben Sie mehr als einen Schlüssel zum Gepäckwagen? Ich helfe häufig beim Laden und Entladen an den kleineren Bahnhöfen. Manchmal muss ich den Händlern einen Schlüssel ausleihen. Guten Tag, Monsieur. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Ich glaube, der Gepäckwagen war hier hinten dran. Verriegelt. Vermutlich, damit die Wärme nicht am Zugpersonal vergeudet wird. Die meisten von Ihnen sind in diesem Wagen untergebracht. Eine Einstellung, die ziemlich veraltet ist. Okay. Dieser Schlüssel passt nicht ins Schloss. Muss ich nach draußen gehen, oder was? Warte mal, wo ist der? Wo ist denn... Hatte ich hier nicht mal einen Plan? Ach so, das... Ach, da vorne ist der Gepäckwagen. Ich bin in der falschen Ecke. Mein Fehler. Nee, da nicht. Da. So. Wer ist hier? Ach, hier können wir immer noch rein. Oh, hallo? Verzeihung, Mademoiselle, aber ich muss darauf bestehen, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Okay. Ist sie auch da? Ja. Schon wieder eine Katastrophe. Was wird nur aus uns? Oh je, was wird nur aus uns? Asche. Was ist das da? Gretas Bibel. Dass das Greta Olsens Bibel sieht ziemlich abgegriffen aus. Ich habe die relevanten Passagen in mein Tagebuch abgelegt. Wo ist denn das Tagebuch? Hä? Tevi Tagebuch? Nee. Nee. Weil da ist doch auch der Brief drin. Ich möchte, das ist der Speichern-Dialog. Da ist auch der Brief drin. Ich möchte gerne wissen, da? Sag doch, die Heizung im Zug wieder in Gang bringe. Ja, aber wie, wo ist denn? Das Tagebuch von ihr. Ich möchte gerne im Tagebuch blättern. Da ist ja noch der andere Brief, den wir gefunden haben. Achso, das war sie. Fest verriegelt. Ist auch fest verriegelt? Ja. Diese Tür ist fest verriegelt. Wenn man doppelklickt und er sofort ausblendet, ist die Tür offen. Nur mal so. Oh. Oh, das spielt. Was spielt der denn? Solitär? Wie soll ich mit Ihnen sprechen, wenn meine Zähne so klappern? Ah, oh, okay. Ich verstehe schon. Die frieren da auch bestimmt. Es tut mir leid. Ich mache mir viel zu viel Sorgen um das Wohl meiner Frau, um jetzt mit Ihnen zu sprechen. Okay. Wir müssen einen Weg finden, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Dann mach doch. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Ja, dann mach doch. Eine Lawine, ein Mord und jetzt keine Heizung. Eine unglückliche Reise für uns alle. Ist hier irgendwas Hübsches?
Nee. Oh. Pardon, Mademoiselle, aber könnten wir uns ein anderes Mal unterhalten? Ja, die könnten echt eine Jacke anziehen. Vor allem, ich bin, also offiziell ist sie nur in Gänsefüßchen eine Sekretärin von einem der Chefs hier von der Eisenbahngesellschaft, ja. So, da ist Zugbegleitpersonal dabei, da sind Leute hinten in dem anderen Abteil, wo wir nicht hinkonnten, ne, hier hinten am Zug da, und zwar das Zugpersonal, die eigentlich immer wissen, wie los ist oder was los ist. Hier vorne ist der Lokomotivführer mit den Kohlekumpeln, die immer schön fleißig geschippt haben, die theoretisch alles machen können, aber nein, hier soll ich raus, wa? Nee, okay. Diese Tür nach draußen wurde auf Anordnung von Monsieur Poirot verriegelt, damit niemand aus dem Zug steigen kann. Oh, okay, jetzt müssen sie auch noch alle drinnen bleiben hier. Die Tür des Gepäckwagens ist verschlossen. Aber dafür haben wir ja einen Schlüssel. Der Schlüssel hat gepasst. Hätte mich auch gewundert, weil dann wüssten wir ganz genau, wer der Täter ist. Und zwar hier der Schaffner hier. Das, oh, schöner Tee jetzt, ja, das stimmt. Ich habe bloß Cola gerade. So, was haben wir denn hier? Das enthält nichts, was mir von Nutzen sein könnte. Du hast doch noch gar nicht geguckt. Diese Gegenstände gehören keinem der Passagiere. Ich will den Ruf der Eisenbahngesellschaft nicht schädigen, indem ich sie ohne guten Grund durcheinander bringe. Hä? Lebensmittel für die Reise. Die rühre ich lieber nicht an. Ich möchte Klaus Zorn nicht unnötig auf mich ziehen. Diese Gegenstände gehören keinem... Ja. Was ist das hier? Hier steht was dran. Sehr interessant. Was ist denn hier? Bis, two pairs. Ach so. Mademoiselle, sehen Sie hier. Der Deckel ist durch 4 Nägel gesichert. Wir haben doch eine stabile Eiszange. Geht die? Ich glaube, das wäre hier nicht angebracht. Geht nicht. Haben wir irgendwas zum Hebeln? Pfeifenreiniger? Nein. Ein Totschläger können wir nur reinklopfen. Das hat keinen Sinn. Sehr interessant. Was ist denn da? Sehr interessant. Also wir brauchen irgendwas, um die Kiste zu öffnen, nur mal so, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Hier, was ist das hier? Ah, hier können wir noch. Da. Bei Black Dahlia hatten wir das mit dem Gepäckrätsel, richtig. Das ist die Frachtgutliste. Daraus geht hervor, dass in Belgrad 3 Fässer geladen wurden. Eines mit Olivenöl, eines mit Honig und Wein, Essig. Nicht außerdem Wein. Wird eine gesicherte Sonderfracht erwähnt, die in Istanbul geladen wurde. Istanbul, Paris, Luggage, bla bla bla, ein bisschen Fleisch und Special Security Package. Das ist die Frachtgut. So, okay. Ein Fässchen Weißweinessig. Kann man bestimmt gebrauchen. Olivenöl aus Saloniki, das feinste Öl Griechenlands. Ich habe von diesem Honig gehört. Er soll sehr gut schmecken. Mhm. Also hier können wir uns wahrscheinlich bedienen. Wenn wir also irgendwas in der Form brauchen. Boah. Es sieht schlimm aus da draußen. Ja, aber richtig. Vor allem ist es richtig kalt. Man friert gleich mit hier. Abgeschlossen. Es scheint eine Sicherheitstür zu sein. Sie ist dementsprechend fest verriegelt. Ich habe das Gefühl, das wird immer zugefrorener hier, das Zeug, ne? Können wir... Ne, wir haben den Schlüssel gar nicht mehr. Doch, wir haben den Schlüssel. Vielleicht funktioniert der hier. Ne. Dieser Schlüssel passt nicht ins Schloss. Kann man eigentlich hier... Oh, das ist gut. Man kann hier drüben... Ach, und jetzt ist der zugänglich. Wir können damit schnell springen. Oh, wir brauchen nicht mal alles laufen. Warte mal. Kann der uns was zu der Sicherheitstür sagen hinten? Mir ist noch etwas eingefallen, nachdem ich sie verlassen hatte. Wo ist der Schlüssel zum Sicherheitsabteil im Gepäckwagen?
Mademoiselle, leider wird der Schlüssel bei den Stationsvorstehern aufbewahrt. Das reicht mir schon, Pierre. Okay, das heißt... Tja. Ja, das heißt... An den Stationen gibt es dann nachher den Stationsvorsteher, der jeweils einen Schlüssel hat für diese Tür. Im Prinzip kommt da also theoretisch keiner raus und keiner rein. So, die Türen sind abgeschlossen und ich muss raus. du wirst auf YouTube zum Beispiel wirst du einiges finden, was absolut tricky. Also selbst Tex Murphy-Spiele zum Laufen zu bringen, war nicht ganz trivial. Ich hatte einmal, hatte ich als Stream gemacht, knappe 2 Stunden, einfach nur um einen Versuch in der VM das Spiel zum Laufen zu bewegen. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Warte mal. Nee, beim Opfer war doch was. Da war doch ein offenes Fenster beim Opfer. Das wäre das Einzige, wo wir durchkämen, ne? Weil alles andere ist abgeschlossen. Guck mal, der friert. Es ist besser, den Toten in Frieden ruhen zu lassen. Der hat sehr schuppige... Es ist sehr schuppig hier. Warum ist der draußen? Wer ist das überhaupt? Ach, das ist... Ist er das? Matteo, haben Sie Mr. Hartman gerade hier gesehen? Nein, Senorita. Wo ist er denn dann hin? Du wirst lachen. Warte mal kurz. Moment. Kleinen Moment. Was war das, das hier? Ich glaube ja, die Kamera ist noch nicht eingestellt, aber da. Kann man es sehen? Kann man sehen, ne? Nur so viel dazu. Ich habe es noch nicht installiert, aber ich habe es da. Ich habe erst letztens eine Lieferung wieder von Rebuy. es ist jetzt hier ein anderer, ne? Wo sind wir denn? Wir sind in den Kurswagen Athen-Paris, den wir vorhin nicht erreichen konnten. Okay, warte mal. Senorita, wenn wir keine Möglichkeit finden, das gebrochene Rohr zu ersetzen, stehen unsere Chancen sehr schlecht. So, dann fangen wir mal an. Ich glaube, hier werden wir uns erstmal umsehen. Nix. Oh, warte mal, hier ist was. Dieser Strauß ist wunderschön. Für jedes Bedürfnis wird gesorgt. Ja, okay, das ist... Aber das sieht hier irgendwie hübscher aus, ne? Als in unserem Abteil. Kann das sein? Halt, hier. Wer ist denn... Hier ist leer. Oder auch nicht. Da ist nicht leer. Was ist das hier? Kein Strom. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, es in Gang zu setzen. Wir brauchen eine Batterie, wie es hier scheint. Was ist das hier für ein Gerät? Kein Strom. Man kann sich das... Es gibt keinen Kommentar dazu. Das finde ich ein bisschen schade. Die Wolken sehen ziemlich bedrohlich aus. Okay, also merken wir uns hier hinten in Athen 16 ist ich nehme an, Funkgerät oder Radio oder irgendwas in dem Dreh. Matteo. So, das ist von dem Schaffner jetzt hier oder vom Begleitpersonal das Zimmer. Was haben wir hier Hübsches? Ein Morse-Code-Buch. Oh, das wird interessant. Mit diesem Buch kann ich Morse-Zeichen entziffern. Okay, was haben wir hier noch? Aber warum hat mir Theo so ein Buch eigentlich? Du sagst da wieder was. Ich habe echt hier eine riesengroße... Warte mal, wo war denn das? Können wir mal... Das nicht.
Was ich noch nicht zum Laufen bekommen habe und damals kaum richtig spielen konnte, war zum Beispiel das Eulenberg-Experiment. Das habe ich hier rumzuliegen, aber eben, wie gesagt, aus Gründen nicht bisher gespielt. Was denn? Ich hatte es doch erst letztens. Ja, du nennst hier Spiele, die auf der weitergehenden To-Do-Liste stehen. Nee. Muss ich mal kurz hier gucken. Auf mein Pile of Shame. Das ist Runaway, das haben wir durch. Was ist das hier? Ansonsten, wenn ich es jetzt nicht so ad hoc hier finde, nee, ad hoc finde ich es nicht. Habe ich jedenfalls auch rumzuliegen, das Ding. Reprobates, ich muss mal irgendwann mal, lege ich die mal hier zusammen und dann kann ich das mal zeigen. Da kann man vielleicht mal vorher abklären, was man vielleicht als nächstes, wenn Agatha Christie durch ist, brauche ich ja immer Nachschub. Ne? Ich kann sogar noch die Windows 98 SE CD-Key auswendig. So, was haben wir? Hier gucken wir jetzt erstmal nach. Wir machen erstmal weiter. Hier ist ein Schuh. Nichts zu sehen. Doch, ein Schuh. So, und dann haben wir hier wieder ein Bad. Oder auch nicht. Hier ist das Bad. Wir springen aber sofort in das Nachbarzimmer über. Warum gucken wir hier von oben drauf? Bei dem Wetter wäre ich am liebsten drin. Ah ja, Periroden habe ich... Ich wollte so viel. Aber Periroden sehe ich sofort. Periroden liegt hier. Das liegt... Wo ist es? Da. Peron ist alles da. Da. Ach so, und was ich zum Beispiel auch da habe? Was ich irgendwann mal auch anspielen muss, um zu gucken, weil mir das eigentlich überhaupt nichts sagte, das ging an mir spurlos vorbei, ist das zum Beispiel. Oh, du bist gemein. Grießpudding. So, jetzt habe ich dich aufgepasst. Ich sehe mir gerne Winterlandschaften an, aber nur gemütlich von einem Zimmer mit Feuer im Kamin. Ach hier, warte, was ist das hier? Was ist das da unten? Ein Tennisschläger? Nee. Oh. Jemand hat dafür gesorgt, dass die Schneeschuhe irreparabel beschädigt und somit jetzt nutzlos sind. Aber wer? Wessen Zimmer ist das hier? Oh, wir gucken hier an die Tür. Wessen Zimmer ist das? Lea. Kaputte Schneeschuhe. Lass mich raten, ich muss mal reparieren. Konstantin. Petit. Da oben ist ein Koffer. Sehr interessant. Doktor irgendwas Konstantin. Ich habe es bereits gründlich durchsucht. Ach, das war der Doktor, der die Autopsie bzw. die Leiche gefunden hat, ne? Hier ist ein Pass. Dr. Stavros Konstantin. Doktor der Medizin. Nichts zu sehen. Lass mich raten, wir werden irgendwo Schuhe finden, wo was drauf ist. Dreck oder irgendwas Matsch. Was ist das hier? Die kann ich bestimmt wieder zusammensetzen. Ah, ein typisches Calais. Mit Schnapperfunktion. Sind mir die liebsten von allen. Also die reinschnappern. So, das ist kein Eckteil. Das ist irgendein Mittelteil. Das ist hier. Das werden wir sehen. Das ist das hier. Kurswagen Calais. Das kommt wahrscheinlich hier oder eine Etage tiefer. So. Das werden wir dann sehen. Das ist irgendeine Ecke. Du.
Paris, das ist so. Das heißt, es ist mindestens so. Und das ist da. Und das ist definitiv irgendwas hier weiter unten. So, weiter unten ist eine Unterkante. Das ist eine... Das werden wir dann sehen, was das ist. Das ist die Ecke hier. Okay, wir haben es schon mal gut hingelegt. Hier wissen wir jetzt, wie das auszusehen hat. Das ist jetzt also irgendwas so. Und das sieht hier ziemlich abgerundet aus. Das ist das da. Das ist hier. Das da. Das ist eine Seitenkante. Also wird das irgendwas so sein. Und das ist eine Oberkante. Nee, ist keine Oberkante, ist eine Linkskante. So. Hier steht Text drauf. Das ist der. Das ist der. Das ist die untere Ecke. Und das ist die obere Ecke. So. Und die Ecke. So, fertig. Das werde ich vorsichtig in mein Tagebuch legen für später. Koswan Calais. Welches Zimmer ist es? Uniform in der Belgrader Bahnhofstoilette. Hauptschlüssel in der Tasche. Viele Abteile im Koswan Athen Paris werden leer sein. Versteck dich bis Brot in einen davon. Es wird Zeit, dass diese dreckige Ratte das bekommt, was er verdient hat. Okay. Nichts. Auch leer. Michel von Lönneberger. Abgeschlossen. Die Tür ist verschlossen. Das ist ein Pass. Taib Sensoy, Lokführer. Da stand auch aber Michel. Nichts zu sehen. Scheint aber nichts weiter zu sein. Können wir hier... Ah, schade. Die Tür ist verschlossen. Wir können nicht von drinnen. Klau es. Da ist sein. Der Pass von Klaus. Ich werde ihn zu den anderen legen. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Warum stand da Magyar dran? Ne? Klaus ist doch Deutscher. Sah aber wie ein türkischer Pass aus. Ich sehe nichts von Interesse. Sag mal, habe ich hier überall die Koffer wahrgenommen? Hier ist kein Koffer oben drin, ne? Nee, okay. Nicht, dass ich jetzt hier Koffer übersehen habe. So, das war... Achso, Michel war das Zimmer, was wir nicht... Genau. Diese Tür ist fest verriegelt. So, ich muss mal nochmal gucken, ob wir... Hier war kein Koffer. Hier war noch ein Koffer. Aha. Da werde ich nichts weiter finden. Da ist nichts weiter zu sehen. Okay. Und hier war auch nichts weiter, ne? Nö. Da werde ich nichts weiter finden. Okay, sicher ist sicher. So. Achso. Das war das. Hier auch irgendwas oben? Nö. Okay, gut. Ach nee, es gibt ja noch ein Zimmer hier vorne, aber das war leer. Ne? Da war kein Koffer oben. Das war nur... Das da. So. Schritt, 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 Schritt. Klaus hatten wir gerade eben. Leer. Da ist nichts. Die Wolken sehen ziemlich bedrohlich aus.
Sehr interessant. Wieso? Was ist da interessant? Sehr interessant. Was ist das? Hä? Sehr interessant. Hä? Was ist denn das? Oh, was? Was habe ich nie übersehen? Was ist denn das hier? Ach, das war die Karte. Scheint die Ankündigung für eine bevorstehende Rede von Dr. Stavrov Konstantin zu sein. Antibiotika und ihre Anwendung bei der Behandlung von durch Chlamydien verursachte Enteritis. Chlamydien. Sind das nicht so eine Bupse hier? So eine Pickelchen auf der Haut? Doch, ich glaube ja. Das sind so Warzen, ne? Chlamydien. Sowas ähnlich war es. So Infektionswarzen. Aber sind die nicht virenbehaftet, Chlamydien? Geschlechtskrankheit. Okay. Okay, dann hat sie wahrscheinlich Rechte. So, aber interessant. Vielleicht ist hier, warte mal. Das ist keine sehr gute Idee. Nee, vielleicht ist das hier, hatten wir nicht, nee, hatten wir hier nicht, ne? Nee, hatten wir nicht. Der Klebestreifen war woanders. Was ist das hier? Kann es sein, dass hier... Sehr interessant. Fingerabdrücke oder so sein werden oder sind oder irgendwas in dem Dreh? Hier können wir nicht drüber. Aber hier. Komischerweise, hier finden wir wieder ein Bart. Ich kann diese Handtücher nicht mitnehmen. Sie sind von zu guter Qualität, um sie an kriminalistische Arbeit zu verschwenden. Chlamydien ist ein Bakterienfall. Es muss etwas anderes geben, was ich verwenden kann. Ah, okay. Dieses Waschbecken ist durch eine Verbindungstür von zwei getrennten Abteilen zu erreichen. Nichts drin. Keine Krankheit. Okay. So, hier ist auch nichts weit. Für jedes Bedürfnis wird gesorgt. So, hier ist ein... Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Haben wir hier noch irgendwas übersehen durch den Sprung, durch das Bad? Hier irgendwie? Ach, das gab's ja bei... Stimmt, das war... Warte mal. Genau. Die Kopfbewegung hat man beim letzten Mal. Hier ist nichts von Interesse. Haben wir das jetzt, Hier. Hä? Haben wir das jetzt ein paar Mal übersehen wieder? Hier ist auch nochmal... Hier ist kein Dings. Die haben kein einzelnes oder eigenes Bad. Wo gehen die denn hin, ihre Notdurft machen? Hier ist das Bad. Ist abgeschlossen. Diese Tür ist fest verriegelt. Eine kräftige Allzweckzange. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir das zum Reparieren. Gut, dass wir sie gefunden haben. Und hier ist auch nichts weiter.